Ich meine, da gibt es eine Geschichte, die mein Sohn hat das jetzt auch bei Abstauber mal erzählt, der war ja gar nicht vorgesehen, dass er dabei ist, aber das hat der Präsident dann auch richtig erwähnt. Wir haben verletzte Spieler gehabt und dann ist er hat Schultraining gehabt und dann war der Stürmer gefällt, habe gesagt, trainierst mit Abschlusstraining, da hat er zwei wunderschöne Tore gemacht und der Präsident ist neben mir so gesessen und gesagt, Trainer, nimm den mit, gib den eine Chance. Und sage ich, das interessiert mich nicht, der ist 15, 16, der soll lernen. Die Mama daheim hat gesagt, bitte schau, dass der Schul macht, weil sonst hast du den Kirch mit mir. Ne? Das ist auch schön, das ist auch normal nicht. Aber ich wollte meinen Sohn überhaupt nie, dass der großartig so schnell als Fußballer Fuß fasst. Und der hätte auch nicht ins Ausland gehen, das wäre mir wurscht gewesen. Aber ich muss jetzt dazu sagen, mein Sohn hat es immer sehr schwer gehabt bei mir, das muss ich auch sagen, weil ich nie wollte, dass er als Protektionskind gilt. Und das war im National, im Übrigen, wo er war, hat er sehr schwer gehabt. Und da gibt es auch eine Anekdote mit dem Mentalcoach, den Hartweger Wolfi, den viele kennen auch von der Trainerausbildung, wo man gesprochen hat und da war ich Zuhörer und da hat der Hartweger gesagt, du, wie siehst du die Situation mit deinem Vater? Und er hat dann gesagt, wissen Sie, wenn ich in der Mannschaft dabei bin, da bei unter 21 und ich bin da, weil der Vater, weil der Trainer mein Vater ist, dann interessiert es mich nicht, dann nehme ich meine Schuhe, gehe heim. Aber was noch schlimmer ist, wenn ich weiß, ich bin besser wie der andere und schieße die Tore und ich spiele nicht, weil ich der Sohn bin, dann ist es ganz schlimm. Und das war bei mir so ein Umschaltverhalten. Das war bei mir ein Umschaltverhalten, ich sage, hoppala, im Prinzip musst du das abschalten, ob das dein Sohn ist, du musst dran glauben, kann das nicht. Aber bist du denn nicht froh, dass er relativ früh nach Deutschland gegangen ist, weil da dein Einfluss, ohne dich jetzt zu mildern oder zu schmälern, geringer ist als in Österreich? Nein, war nicht so, weil ich nämlich sehr, sehr viel erlebt habe, wie du, wenn du ins Ausland gehst, der ist damals als Profi mit 18 herausgegangen und da, weil wir jetzt gerade von Verwöhnen reden, mein Sohn hat, in Österreich ist so, dass ein Spieler ein Dienstauto kriegt, dass ein Spieler im Prinzip eine Wohnung kriegt vom Verein und so weiter, mein Sohn ist rausgegangen, hat einen Vertrag gekriegt und dann hat es geheißen, Wohnungsadressen gibt es so, schaut euch das bitte an. Und Auto gibt es so und so keins. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann ein paar Mal sehr, das war Hoffenheim, sind wir, meine Frau und ich rausgefahren und haben dann geschaut, eben Wohnung, dass er das bekommt, dass er zum Beispiel auch alles halbwegs läuft. Da hat es keine Putzfrau gegeben. Und wenn du jetzt mit 18 Jahren rausgehst und du hast eine Wohnung, dann möchte ich einen sehen, mit 18 Jahren, der seine Wohnung putzt. Also das ist wohl ein Obabo, wenn du rausgefahren bist. Da hat die Mama gearbeitet wie eins auch zeitweise. Und ich war dann froh, dass er eine fixe Freundin gehabt hat. Aber nicht wegen Putzen, oder? Ja. Ich muss aufpassen, was du sagst. Ich war froh, wegen Putzen war ich froh. Wegen Putzen war ich froh. Ich war hoffentlich nicht nur fürs Putzen. Aber Faktum ist ganz einfach, dass du als Profi, wirst du dort, und das ist so, und das geht ja, was der Lee sagt, mit der Menschlichkeit. In Deutschland wird sehr viel Geld investiert, auch in jungen Spielern. Du bist dann, wenn du die Qualität hast, bist dabei. Aber in Wahrheit interessiert sich keiner, was nach dem Training oder außerhalb des Geländes passiert. Das interessiert keinen. Der muss dann seinen Job machen und wenn es nicht passt, dann ist er wieder in der zweiten Mannschaft. Und das ist dem Michi auch passiert. Und die dann besonders stark sind, das sind die Typen, die sagen, na, ich schaff's. Und das bin ich eigentlich schon sehr stolz, dass der Michi es geschafft hat, nach einer Zeit, wo er ein Jahr lang mehr oder weniger fast nicht gespielt hat, was nicht gut gegangen ist bei ihm, dass er dann wieder so gekommen ist.